Servus Leute, ihr wisst ja alle, Clash Royale hat in den letzten Tagen halt ihren den Jahrestag gehabt und jetzt gibt's gleich mal wieder ein kleines Chest Opening. Ich hab halt, bin sehr es war halt Jahrestag und ja. Ich bin doch sehr viel bei unserem neuen Clan, aber ein gewisser FCB-Champ ist immer noch Biss. Das regt einen schon ein bisschen auf. Wie man sehen kann, ich habe auch Golem Level 5, also. Golem Dex ist schon mal nicht schlecht, weil ich Level 5 habe. Ballon ist auch schon Level 5. Ich weiß gar nicht, was ich anfragen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt episch will. Warum gibt es eigentlich nicht mal so einen Legendary-Tag? Ganz ehrlich. Oh. Und ist das ja auch gemacht. So Leute, wir kriegen eine gratis Magietruhe und eine gratis Blitztruhe. Ja, der ist gratis, da können wir ja auch noch kleinen Mama ein bisschen spielen. Baby Dragon! Ich hab noch keine Keygate. Das kommt davon, wenn man nicht spielt. Ja, aber dann können wir uns noch kaufen. Wollt ihr 300 zusätzlich Gold bei jedem Sieg in Arena kämpfen? Höchstens 3000 Gold pro Tag. Alter, geil. So, also ich würde sagen, wir machen gleich erstmal ein paar Spiele. Und dann die Chests auf. Arena 2, was hab ich eigentlich für ein Deck? Okay, das nicht schlecht. Ich spiel gleich wieder mein Best of aller. Boom. So gewinnt man einen Turm. Leute. Richtig geile Taktik. Habe ich dank einem Freund, Allah. Boom, Allah. Parlament. Oh. Oh, Level 1. Alter, wie schlecht ist das? Boah, hat gerade noch so ein Magier weggebracht. Alter. Ist echt so schlecht schon. Und jetzt habe ich mal wieder kein Internet. Ich will mal kurz umpositionieren mit dem Aufnehmen, / liegen. Parlament, Alter. Richtig geiles Parlament. Alter, so hart gewonnen. Was doch nicht? Scheiße. Scheiße. Wow.
gutes Spiel. Würde ich auf jeden Fall mal sagen. Haben wir gewonnen. Was kriegen wir? Silbertruhe. Schade. Wir machen noch einen Duo-Kampf, dann öffnen wir sofort die Truhen, Leute. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich vielleicht eine neue Legendary rausbekomme. Das Video dazu kommt wahrscheinlich schon erst Ostern oder so. Vielleicht lasse ich es heute runter als Ersatz für den Livestream. Für den ersten Livestream, der eigentlich geplant wäre. Er macht Riesenpush. Ich mach auch Riesenbusch, Alter. Herr Kanako kann keine richtigen Riesenpische. Riesenpisch-Push muss gekonnt sein. Ich bin voll krass. Bin ich voll krass oder bin ich voll krass? Parlament. Parlament. Boom. Und wir haben schon wieder gewonnen. Schon wieder 3-2. Also es war aber auch jetzt knapp langsam. Wir haben schon wieder Plus Dings bekommen. Ist ein bisschen schade. Ich habe ein paar Juwelen gespart. Die können wir jetzt aufmachen. Mega Lakaien und Königsriese. 48 Gold. 3 Musketierinnen. 8-mal Lakaienorde. So, jetzt geht's an die eingemachten Truhen. Oh ja, die würde ich ja gerne mal haben. Blitztruhe ist doch das ganz billige. Ja, machen wir erstmal Blitztruhe auf. Okay. Der Schweinereiter geht schon eher. Ja, okay. Ist jetzt keine zu gute Ausbeute, aber für mich reicht's.
Also wir haben jetzt die Skelette noch einmal mehr von die könnten wir jetzt Level 4 machen. Aber dazu brauche ich jetzt erstmal das Geld, was vielleicht ja. Oh ja, das steckt vielleicht in dieser Truhe. Oh. Leider. Sie wird aufgemacht. 870 Gold. Okay, einmal Inferno. Einmal Barbarenhütte. 10 Mal Lakaien. 14 Mal Tesla. 43 Mal Barbaren. 15 Mal Rambock. Und 3 Mal Babydrache. Keine schöne Ausbeute, keine Legendary. Aber trotzdem noch ein Ersatz für den eigentlichen Livestream. Oh. Aha. Retro Royal. Alles klar. Ach, da geht's ohne Legendaries. Deswegen, ich habe mich schon gefragt. Das Riese, der fette Magier. Ein Feuerball haben wir drin. Ja, die Kobolde. Lakaienhorde? Gab's die da? Lakaienhorde, das haben wir schon drin. Wir haben Golem. Für Gigantriese. Pfeile, was? Retro Royal. Leute, ein bisschen Retro Royal. Schweineschnitzel. Boom. 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 Aha, okay. Er spielt also irgendwie das bessere Stick, mit dem er sich schon besser auskennt. Ich hab aber Golem drin, kein Golem. Go. Ich kann mit dem Golem pushen. Eine Schweineschnitzel hinterher. Sorry Leute, bei mir leckt's mal wieder. Einwandfrei, Alter. Ja, ich. Okay, also ich glaube, das erste aber schon so gut wie verloren. Also, Leute, das war's von meiner Stelle aus. Neu. Also. Retro-Herausforderung gibt's. Dann der Jahrestag nicht vergessen. Die Bonustruhen. Und Schübe benutzen, wenn ihr habt. Zwei mal zwei Karten. Oha, die Kronentruhe ist OP. Die Kronentruhe OP ist. Ja, okay. Ist ein bisschen viel für meine Juwelen, die ich bloß habe.
Also Leute, ich werde halt noch ein bisschen am Deck rumtüfteln und so weiter und so fort. Vielleicht nehmen wir jetzt doch wieder Riesen, nein, weil der ist irgendwie, finde ich schon teilweise besser. Weil du mit dem dann auch schneller laden kannst und so. Also ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr habt was Gutes aus denen drum bekommen oder bekommt irgendwas Gutes noch aus denen drum, wenn ihr sie noch nicht geöffnet habt. Soweit war es das heute von Clash Royale als Ersatz für den eigentlich angekündigten Livestream. Zum Livestream. Ich habe es versucht auf mein Tablet zu bekommen, aber ist halt nicht gelungen, weil ich das hier gerade auf meinem Tablet aufnehme. Ist halt nicht gelungen und auf jeden Fall wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntag für die, die in die Schule gehen. Viel Spaß in der Schule und damit haut rein und ciao, Leute!